Ungerechtigkeit im Jugendfußball. Also ich finde das schon sehr ungerecht, weil die trainieren mit der ganzen Mannschaft, wir trainieren alleine hier. Fannähe auf Distanz. Die Düsseldorfer EG und ihre Drive-in-Aktion. Man vermisst es einfach mal abzuschalten und einfach mal im Stadion zu sein. Radprofi Maximilian Schachmann mit Sorgen vor Saisonbeginn. Die ersten Radrennen sind schon wieder abgesagt worden. Und schwere Entscheidung bei den TG Neuss Tigers. Dass sie die Saison dann nicht mehr spielen werden, weil für sie das Risiko zu groß ist. Januar. Am Gardasee in Italien ist Radprofi Maximilian Schachmann mit seinem Team Bora Hansgrohe. Das erste Mannschaftstrainingslager der Saisonvorbereitung. Italien erwartet die bereits dritte Corona-Welle. Geschäfte und Restaurants sind geschlossen. Mit der Vorlage von Negativtests kann man allerdings, ohne in Quarantäne zu müssen, ins Land einreisen. Die Teammitglieder von Bora Hansgrohe hatten sich jeweils sowohl unmittelbar vor der Anreise als auch direkt nach der Ankunft testen lassen. Ja, ansonsten halten wir uns einfach daran, dass wir im Training nirgendwo mehr anhalten, keinen Kontakt haben quasi zur Außenwelt, sondern eigentlich nur intern im Team hier in dem Hotel, wo wir auch alleine sind. Schachmanns Team hat das gesamte Hotel, dessen Mitarbeiter ebenfalls getestet wurden, gebucht. In den 12 Tagen Trainingslager sind die 29 Fahrer oft in Kleingruppen aufgeteilt, um auch untereinander Kontakte zu minimieren. Eine Impfaktion hat Bora Hansgrohe nicht geplant. Im Gegensatz zum Team UAE Emirates um Tour de France-Sieger Pogacar, das sich als erste Profimannschaft komplett hatte impfen lassen in den Emiraten. Da gibt es die Meinung, die sagt, es werden Ressourcen genommen, also älteren Leuten, die sie vielleicht mehr brauchen. Ich finde es auch interessant, dass sie tatsächlich den chinesischen Impfstoff verwendet haben, der in Europa ja nicht zugelassen ist. Schachmann will im Februar sein erstes Rennen fahren. Seine Saisonplanung geht vorerst nur bis Juni, da noch völlig ungewiss ist, ob Tour de France oder Olympische Spiele dieses Jahr stattfinden können. Ich wäre wirklich schon sehr, sehr froh, wenn wir auch einfach diese Saison noch mal mit überbrücken könnten, mit Sicherheitskonzepten, auch ohne Fans, aber im relativ vollen Umfang. Die ersten Radrennen sind schon wieder abgesagt worden, auch aufgrund der angespannten Situation auf Mallorca beispielsweise. Allein für Januar und Februar mussten bereits 13 höherklassige Rennen abgesagt werden. Wir können uns im Prinzip darauf verlassen, dass so ein Virus Mutationen bekommt, wenn es von Mensch zu Mensch übertragen wird. 23. Januar. Mehr als 300 Autos vor der Spielstätte der Düsseldorfer EG. 600 Fans sind zur Drive-in-Abholaktion der DEG gekommen. 2 Stunden lang werden Autogrammkarten, Poster und andere Fanartikel ausgegeben. Mit einer Schaufel. Alles Corona-konform und auf Abstand. Hallo! Wie viele Autogrammkartensätze bekommt ihr? Die DEG ist bemüht, ihren Fans mal wieder so nah wie möglich zu kommen. Das letzte Heimspiel vor Zuschauern ist fast 11 Monate her. Es war am 6. März 2020. Man vermisst es einfach mal abzuschalten und einfach mal im Stadion zu sein mit vielen Leuten, die die gleiche Leidenschaft teilen. Und das fehlt schon wirklich sehr im Alltag, ja. Nachdem sie Fanartikel abgeholt haben, können sich die DEG-Anhänger mit Spieler Marc Zanetti fotografieren lassen. Auch hierbei werden alle Corona-Regeln eingehalten. Zanetti und seine Mitspieler hatten mit einem Gehaltsverzicht von über 60% der DEG den Saisonstart erst ermöglicht. Jeder leidet, die ganze Welt. Manche haben keinen Job mehr. Ich darf immerhin weiter Hockey spielen. Es ist, wie es ist. Bleibt gesund! 25. Januar. Cemil Demircan, der Kapitän der U17 von Rot-Weiß Essen, trainiert allein. Auf dem einzigen nicht gesperrten Bolzplatz in seiner Nähe. Essens U17 spielt in der Junioren-Bundesliga, die ihren Restart mittlerweile von Februar auf Mitte März verschoben hat. Bis zum Sommer wären dann noch 3/4 der Saisonspiele zu absolvieren. Also eine Idee wäre, dass dieses Jahr keinen Absteiger gibt, weil das wäre gerecht für jeden. Und sollte man einführen, meiner Meinung nach. Während es bei anderen U17-Teams, wie beispielsweise bei Dortmund oder Düsseldorf, auch im Lockdown Mannschaftstraining gibt,
haben manche Clubs dafür keine Genehmigung von ihrer jeweiligen Stadt erhalten. RWE dürfte zwar trainieren, verzichtet aber freiwillig darauf. Das Essener Nachwuchsleistungszentrum an der Säumannstraße ist geschlossen. Ja, weil wir uns aktuell auch ein bisschen an diese Corona-Schutzverordnung halten möchten. Wir wollen die Jungs quasi nicht zur Säumannstraße holen und dementsprechend auch nicht in die öffentlichen Verkehrsmittel, sondern wir wollen uns schon auch an diese Empfehlungen halten, Kontakte zu minimieren. Jugend ohne Fußball. Seit dem ersten Lockdown, seit März vergangenen Jahres, hat Essens U17 nur 4 und die U19 nur 3 Pflichtspiele ausgetragen. Sie haben letztendlich ein Jahr in ihrer Ausbildung verloren. Und das kann man vielleicht auch mit einem Spieler vergleichen, der lange verletzt war, der dementsprechend auch nicht trainieren konnte. Der braucht auch seine Zeit, um dann wieder in diesen Sport reinzukommen. Und all dieses fehlt diesen Spielern. Spieler wie Essens Cemil Demircan, der im Gegensatz zu anderen gleichaltrigen Fußballern von anderen Junioren-Bundesligisten also nicht mit seiner Mannschaft trainieren kann. Also ich finde das schon sehr ungerecht, weil die trainieren mit der ganzen Mannschaft. Wir trainieren alleine hier, wir müssen für uns selber Gas geben. Allein sind derzeit meistens auch viele Schüler. Distanzunterricht. Hello everyone. Basketballerin Jana Heinrich vom Zweitligisten TG Neuss Tigers unterrichtet als Englischlehrerin per Videokonferenz. Thema dieses Mal Homeschooling. I can't concentrate so good at home because it's easy to be disturbed. In Jana Heinrichs Klasse sind viele Fußballfans, die auch beschäftigt wie Profifußballer immer wieder gegen Corona-Regeln verstoßen. Zum Beispiel Gladbachs Embolo. Ich finde es auch wirklich schade, wie viel Deckung diese Fußballer auch bekommen. Sei es jetzt vom Verein, sei es vom Verband, das ist schon grenzwertig, sage ich mal. Ich finde es einfach absurd, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, also dann, wir sehen uns morgen. Tschüss, schönen Tag noch, ne? Jana Heinrich und die Neuss Tigers hatten am Wochenende zuvor gegen Tabellenführer Düsseldorf verloren. Die zweite Damen-Basketball-Bundesliga hat sich nach zweimonatiger, Corona-bedingter Spielpause auf eine Weiterführung des Spielbetriebs geeinigt. Darüber sind wir jetzt eigentlich doch ziemlich froh. Wobei auch, das muss ich noch dazu sagen, einige aus unserer Mannschaft jetzt entschieden haben, dass sie die Saison dann nicht mehr spielen werden, weil für sie das Risiko zu groß ist. Aus persönlichen Gründen. No Sports? Nächste Folge unter anderem mit RWE-Fan Glockenhorst. Halleluja! Und Essens vermeintlich wichtigsten Saisonspielen.